Zahlen 2. Was ist los? Was ist los mit den Schlaffos? Was ist los mit den Völkern? Sie machen sich den Kopf, bleiben planlos und seltsam. Die Präsidenten der Welt gegen unseren Held, gegen Gott und sein Reden, gegen ihn und auf jeden, gegen den, der uns rettet. Lass uns sprengen die Kette und zerschneiden, aufreiben, die ganze Angst vertreiben. Gott lacht sich schlapp über diese Schlaffos. Macht Witze, sagt, bei denen ist ja nichts los. Aber dann wird er ernst. Stocksauer. Gott wird voll aggro. Ja, genau er. Redet mit ihnen, er will sie erschrecken. Sie sollen seinen Plan dahinter entdecken. Hey, muss ich euch alles zweimal sagen? Euch meinen Präsidenten hinterhertragen? Er hat jetzt das Sagen in der City, in Zion, in der ich jetzt schon seit einiger Zeit wohne. Und ich mache jetzt noch eine Ansage, die von Gott kommt, das ist keine Frage. Er sagte, mein Sohn, du bist jetzt dran, du führst. Ich setze dich auf den Chefsessel, von wo aus du regierst. Fordere von mir jede Nation, ich werde sie dir geben. Einfach alles gehört dir, jedes Volk, jedes Leben. Du kannst sie zerquetschen wie eine faule Tomate. Darum sage ich, Respekt. Peilt die Lage, volle Granate, hier im Staate, die ihr das Sagen habt in unserer Welt. Werft euch nieder, akzeptiert ihn als Sieger, tut, was er sagt, habt Respekt vor ihm immer wieder. Sonst könnte Gott richtig sauer werden. Mit dem netten Leben wäre Schluss, ihr würdet sterben. Es gehört nicht viel dazu, um ihn auf die Palme zu bringen. Aber wer Gott vertraut, dem wird alles gelingen. Halleluja!